Wunderbar. Und was ist denn das hier? Eine Flagge. Diesmal vom König Richard. Richard Löwenherz. Soweit ich weiß, müsste das sein. So, das wird jetzt mal nicht beklettert hier. Gerade im Königreich ist das vielleicht nicht so hundertprozentig nötig. Stattdessen wieder auf unser kleines Horsey Horsey. Auf unsere Amazing Horse. Wohin reiten wir denn jetzt? Mal gucken, habe ich hier die Karte? Na, da bin ich hier wohl eher auf Richtung. Nee, mach ich mal kurz eine Markierung, sonst komme ich hier noch ganz durcheinander. Ich glaube, oh, da habe ich jemanden umgeritten. Das tut mir aber leid. Hier, yeah, keine Fornikation, wenn ich bitten darf. So, hier will ich ja gar nicht unbedingt lang. Das hatten wir jetzt gerade eben schon. Sondern vielleicht eher hier unten lang. Auf dem Weg Richtung Masyaf. Nicht Masyaf. Damaskus. Und hier scheint es ja viele Märkte zu geben in der Umgebung. Also hatte mir das durchaus weniger beliebt vorgestellt. Da vorne hier und da mal ein Aussichtsposten. Puh, was habe ich denn hier? Bin ich da runtergesprungen? Das sah ja dramatisch aus. Sorry, Leute. Wollt euch nicht umreiten und so, aber kennt man ja, passiert ja hier und da mal. Und da habe ich hier gerade so eine Fahne gesehen und da kann ich doch nicht widerstehen. Dem Pferd hier nochmal auch eine kleine Pause gönnen, das ist doch ganz nett. Nein! Also, Altair verhält sich schon manchmal ein wenig eigentümlich. Und jetzt gibt es auf die Kauleiste, meine Freunde! Auch ohne den Kletterskill gibt es hier. Au! Okay, der hat uns gehauen. Das ist ja ein bisschen nicht so unsere Kragenweite, aber da hat er gerade Gesten gemacht. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Kommt er nochmal zurück? Oh, da kommt er wieder zurück und um. Auf jeden Fall sehr, sehr starke Gegner hier teilweise. Den da werfen wir mal wieder weg. Und da, wir haben den Anführer besiegt. Und jetzt auch den zweiten. Also, man sieht, kämpferisch, technisch zwar unterlegen, aber wir halten doch einiges aus. Also, nach Damaskus geht es nach links, sagt unsere Markierung und sagt auch der Schild und... Ah! Hilfe! Was ficht uns an? Dieser Herr hier, vielleicht können wir den ja... tatsächlich ohne absteigen zu müssen davon überzeugen, dass seine Wege falsch sind. Und ha! 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 Lasst unser Pferd in Ruhe! Ha! Also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber zumindest ins Taumeln kriegen wir ihn. Ah! Unser Pferd! Das wird er bereuen. Oh nein! Nein! Ferdi! Ferdi! Bleib stehen! Oh. Sehr gut, mein Freund! So, er ist stehen geblieben. Das war jetzt wichtig für mich. Emotionale Verbindung aufgebaut zu diesem Pferd. Schnell eine Flagge eingesammelt. Läuft er doch wieder am Schnürchen und... Oh, 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 oh! Mit denen erlaube ich mir... Oh. Und ich glaube, sein Schicksal wartet auf ihn. Ha! Und der andere ist da wohl irgendwie runtergefallen. Wie tief war das denn? Oh, ins Wasser. Jämmerlich ertrunken ist er jetzt wohl, der Gute. Tut mir natürlich sehr, sehr leid für ihn. Huch! Wieso ist er da denn nicht gestorben? Ist ja verrückt. Nee, also jetzt hier mein Pferd nochmal in Gefahr bringen. Ich glaube, das ist nichts für mich. Und jetzt gibt es hier auf die Kauleiste, aber nein! Ah, da macht sich die Überzahl bemerkbar. Und oh, die sind ja auch schon im Kampf deutlich stärker. Oder bilde ich mir das nur ein? Auf jeden Fall gerade starke Verteidigungsleistung meiner Gegner.
Und der hier scheint es auch ernst zu meinen mit dem Angriff auf uns. Und er greift hier unser Horsey an. Ich weiß ja gar nicht, was die alle haben hier, diese Tierfeinde. Bleibt stehen, ihr könnt. Lasst mich leben. So, auf dass er unser Pferd in Ruhe lasset. Ja, jetzt steck mal weg hier. Wie mache ich das denn jetzt? Hier aufbäumen lassen. So, weg das Schwert. Da sind schon wieder die beiden. Da werde ich mal wieder einfach... Ah, es hat keinen Wert, mit dem probieren abzuhauen. Und um. Da haben wir uns auf den falschen Fuß erwischt. Aber mit diesem Angriffssturm sondergleichen hat er auch nicht gerechnet. Und unser Horsten wartet wieder ganz lieb auf uns. So süß. So lieb und süß. Ein nettes Pferd. Und was geschieht denn da? Psst, Leute. Psst, Pferd, sei doch nicht so laut. Eieiei. Eigentlich will ich es ja nur ungern zurücklassen. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mich mit denen allen anlegen möchte. Vielleicht gibt es da ja eine Möglichkeit, wie man irgendwie... Oh nein, und das könnte mein Ende sein. Und hier ist auch möglicherweise dann Flucht. Die bessere Art der Verteidigung. Erstmal Leute wegwerfen, würde ich sagen. Und weg mit dir. Und oh, da komme ich schon hier. In einen Blutrausch nahezu. Und ah, jetzt gibt's hier auf die Kauleiste, wie schon hier angekündigt, und da probiert er abzuhauen, aber nicht mit uns. Na hier, komm, die Armen hier nochmal von ihren Leiden erlösen. Hier, man muss sie ja nicht unnötig leiden lassen. Das arme Horsey muss alles mit ansehen. Tut mir ja leid, aber... Uiuiuiuiuiui. Was ist denn das? Egal, ich will die Fahne. Eine Mauer. Hier können wir noch nicht hin. Hilfe. Eine Palme. Also, sie sehen uns alle nicht. Ah, jetzt sieht er uns. Was tun? Ganz klar, flüchten. Schon mal außer Sichtweite, wurde ja in dem Tutorial sehr genau erklärt. Da vorne haben wir doch auch schon einen adäquaten Heuballen. Da verschwinden wir kurz rein und sind dort ganz leise. So, kein Schwein hat uns bemerkt. Zeit, mit unserem Horsey weiter herumzureiten. Ein weiterer Aussichtspunkt hier vielleicht. Auf jeden Fall hier eine König Richard Fahne. Probiere hier eben mal unauffällig lang zu reiten. Ist aber ziemlich schwierig. Man möchte diesen unsympathischen Herren in den unmodischen Rüstungen ja schon mal zeigen, was man so drauf hat. Aber jetzt hau ich einfach mal ab. Und da wurde ich jetzt auch nicht erwischt. Wunderbar. Und weiter geht's. Und Sprung, Ferdi. Wunderbar. Und wir kommen Damaskus immer näher. Nicht mehr weit weg. So, und jetzt sind wir hier in Damaskus angekommen. Vermute ich mal. Mal schauen, wo wir gleich auftauchen. Über ihre Umgebung zu erhalten. Eieiei, sieht ja wirklich ein bisschen nackt aus. Na Mädels, nackt, hint. So einen niveaulosen Witz für diese Aufnahme gerissen. Und schlecht noch dazu, aber dafür haben wir ja Altair, der das Ganze ja mit seinem guten Aussehen ausgleicht. Und jetzt sind wir noch nicht in... Da liegt Damaskus vor uns. Und ich weiß nicht, wie es bei diesen Assassin's Creed war, aber ich habe gehört, bei Assassin's Creed Brotherhood
waren die Macher von Assassin's Creed vor Ort in Rom und haben das Ganze rekonstruiert. Ob sie das hier auch gemacht haben, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schöne Liebe zum Detail, schöne Idee, das hier alles nachzubilden. Ich glaube, jetzt lasse ich meinen Horse hier auch mal in Ruhe hier. Ja, yeah, brav, fein gemacht. Dafür wisst ihr nochmal getätschelt. So. Und wir wollen das ja nicht in unsere Machenschaften mit reinziehen. Wollt ihr etwas? Nee, will gar nichts. Will ja hier jetzt auch keine Aufmerksamkeit irgendwie verursachen. Und da sehen wir Damaskus in seiner vollen Pracht. Da vorne wird ja jemand gemobbt. Habt ihr das gesehen, gerade am unteren Bildrand? Gemobbt. Mobbing. Ja, hahaha, Bürger retten. Ob die mir im Gegenzug retten, ist mir doch völlig egal. Ich bin Altair. In seiner guten Modifikation als netter Altair unterwegs. Und ich glaube, das war direkt der Anführer, den ich da erwischt habe. Vielleicht nicht allzu dumm. Aber hier die City Soldiers, schon nicht schlecht. Erstmal weg mit dir. So, das will ich ihm auch geraten haben. So. Der letzte. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Was sagt der Mann? Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Wieso? Frische Luft ist doch gut. Seid versichert. Ist doch kein Gamer. Gelehrter. Ach ja, jetzt kann ich mich hier einfach zu den Professoren gesellen. Das ist doch sehr, sehr, sehr angenehm. Jetzt kann ich hier unauffällig lang scharwenzeln. Und ich konsterniere, oder wie das heißt. Immer noch nicht gestorben. Und hier wäre es wohl sonst dazu gekommen. Ist ja schon ganz schön voll hier. Mit Soldaten. Aber kennt man ja Professoren, die können bis an die Zähne bewaffnet sein. Solange sie betend durch die Straßen laufen, ist das alles gar kein Problem. Gar kein Problem natürlich. Ist euch etwas ins Auge gefallen? So komische Konversationen, die Leute hier führen. Hier findet ihr alles, was ihr begehrt. Es gibt nichts, was ich nicht habe. Es gibt nichts, was er nicht hat. Ist ja wirklich sehr, sehr heldhaft. So! Und hier muss ich sagen. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Es tut mir leid hier. Oh! Für dich tut es mir auch leid hier. Ihr werdet auf einer sich nicht gehörenden Höhe getätschelt. Und jetzt ist wieder alles gut. So. Die Mobben da. Mobbing ist ja auch so ein Thema, ne? Gar nicht mein Ding. Nein! Nicht den! Tut mir leid, mein Freund. Aber er ist ein Gelehrter. Er wird wissen, dass das nicht meine Absicht war. Und ich werde ihn befreien. Danach will diese Aufnahme beenden. Die zweite Aufnahme. Und Mensch, das Spiel macht mir Spaß, Leute. Ich habe Freude an Assassin's Creed. Und jetzt wird es langsam knapp. Da muss ich erstmal wirklich auf Verteidigung gehen. Hier der ganze Enthusiasmus. Ich war ganz enthusiasmiert. Oh, und da ist jetzt wieder ein bisschen Leben dazugekommen. Ist doch sehr beruhigend. Erstmal weg mit dir. So, und jetzt kann ich mich gemütlich dem hier annehmen. Und das war's dann auch. Mit ihm. Und gewonnen. Und jetzt geht es nur noch darum, Leiden zu beenden. Er leidet noch. Das wollen wir natürlich nicht. Wir sind ja nette Assassinen. Alle tot? Alle tot. So, und die Moral von der Geschichte? Legt euch an mit Gelehrten nicht. Der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser. Ganz schön unrasiert für einen Gelehrten. Eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Aber die frische Luft, mein Freund, die frische Luft. Seid versichert, das vergesse ich nicht. So, also wie schon gesagt, beende ich jetzt die Aufnahme. Ich hoffe, dass alles geklappt hat. Und man sieht sich in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt Spaß hier dran. Tschüss, liebe Freunde.